Hallo No Man's Sky. Willkommen in einer neuen Folge von Blender Glitch. Wir hatten uns gestern mit der Luftschleuse befasst und dieses hier entsprechend gebaut. Es hat ein wenig lange gedauert. Manches Mal geht schnell, manchmal ist es sehr langwierig. Aber wir wollen heute an dem Tor weiterbauen. Und dafür benötigen wir natürlich wieder das Baumenü. Und wir wollen jetzt das Tor nicht einfach nach hinten weiterziehen, den Gang weiterbauen, noch ein Tor. Das würde jetzt, denke ich, keinen Sinn machen. Wenn ihr denn die letzte Folge von gestern gesehen habt, dann wisst ihr, wie ihr das Tor zu bauen habt, auch auf der anderen Seite. Ich werde euch heute jetzt noch zeigen, wie wir die Seiten hier verblenden. Und zwar sieht das ja hier nicht so schön aus, was ja eigentlich nicht zu sehen ist, wenn wir nicht im Baumenü sind. Oder eben hier die Reste von den Toren. Die Tore wollen wir eigentlich auch nicht sehen. Ist zwar nicht schlimm, aber naja, es muss nicht sein. Wer den Effekt des Leuchtens mag, okay, soll es natürlich lassen. Also so lassen, wie es ist. Ansonsten zeige ich euch heute, wie wir entweder eine Treppe bauen aus den Bodenplatten und wie wir das gleichzeitig wiederum auch nutzen können für die Luftschleuse, um die zu verblenden. Ja, und damit fangen wir doch gleich mal an. Und zwar benötigen wir dafür erst einmal einzelne Bauteile. Das wäre in dem Falle hier die kleine Metallwand. Die müssen wir nach unten bauen. Und nehmen gleich noch eine Bodenplatte. Jetzt fragt man sich natürlich, wie soll denn das funktionieren? Sind jeweils nur Bodenplatten. Aber jetzt kommen wir in die Deko. Nehmen uns wieder eine Pflasterung. Und setzen noch eine Pflasterung oben drauf. Dann gehen wir wieder zurück. Nehmen uns noch eine Bodenplatte. Die setzen wir nicht direkt an. Wie ihr seht, das würde keine Treppe ergeben. Wir setzen jetzt eine höher. Was wir durch unsere besser auch gleich Bodenplatten, Pflasterung erreicht haben. Gehen aus dem Baum raus und machen gleich mal einen Probeschritt. Tatsächlich. Man kommt hier hoch. Man kann also eine Treppe bauen. Und die können wir so weit bauen, so lang bauen, wie wir wollen. Später kommen wir auch noch zu Kurven. Aber das machen wir nicht mehr heute. Das hier lasse ich einfach mal stehen. Und jetzt tun wir erstmal speichern. Ja, mit dem Speicherpunkt hier sieht es wie folgt aus. Ich nehme den jetzt mal weg. Wir können diesen Speicherpunkt nur einmal in der Basis bauen. Das Problem kennt ihr sicherlich auch. Und wenn ihr jetzt einen Speicherpunkt haben wollt wie diesen, weil er einfach schöner aussieht, meiner Meinung nach, das hier sieht irgendwie aus wie so ein, ja, wie man sich das früher mal vorgestellt hat, vor 50, 60, 70 Jahren, ein Roboter. Ja, gut, kann man machen, muss man nicht. Aber der ist nützlich. Den brauchen wir nämlich für diesen Speicherpunkt. Und zwar, ja, tatsächlich ist auf 1 begrenzt. Also irgendwo hier in der Basis habe ich schon einen stehen. Aber ich möchte trotzdem diesen. Dann machen wir das jetzt einfach. Und zwar nicht so. Das Problem ist, wir gehen dann immer sofort aus dem Baumenü raus, wenn es nicht klappt. Aber das kriegen wir schon hin. Geht zu langsam.
Ne. Na, geht doch. Okay, und schon haben wir diesen Speicherpunkt. Jetzt können wir den natürlich auch benutzen. Jawohl, funktioniert. Obwohl der jetzt ein zweites Mal da ist. Ich kann den jetzt auch noch ein drittes oder ein viertes Mal bauen, so oft wie ich möchte. Dank des Blender-Glitches. So, dann machen wir jetzt mal weiter. Zwar diesen Teil hier als Treppe haben wir schon benutzt. Jetzt wollen wir aber das da verblenden. Was hat das mit der Treppe zu gemeinsam? Die Gemeinsamkeit liegt darin, dass wir die gleichen Teile brauchen wie bei der Treppe. Und fange mit der kleinen Wand an. Bauen wir jetzt einmal dahin. Auch schon mal einmal dahin. Ups. Nein. Hätte ich die Baukamera angemacht, wäre das nicht passiert. Naja. Und jetzt nehmen wir eine Bodenplatte. Nehmen uns wieder... Bedienen uns am besten... Ja, bedienen hört sich besser an. Wir bedienen uns jetzt wieder der Pflasterung. Jetzt nicht zweimal übereinander. Nehmen jetzt eine Bodenplatte. Ja, eine Bodenplatte, aber natürlich in Strukturen. Setzen uns die dort hin. Nein, die setzen wir nicht dahin. Stimmt ja nicht. Doch. Gut. Nee, Moment. Zurück, dann ist es einfacher. Den Zweck, den wir haben wollen. Wir nehmen sozusagen gleich die zweite Stufe. Also nicht die, die wir eben schon gesehen haben. Darauf folgen wir die zweite. Setzen hier eine halbe Wand. Drehen uns hier rüber. Und setzen die Bodenplatte an die halbe Wand an. Oh, verflixt, hier geht's nicht. Ja, natürlich, das von dem Tor herausstehende kollidiert. Also funktioniert das nicht. Müssen wir uns wieder die Türen bedienen. Jetzt dorthin. So. Ihr seht, jetzt haben wir die Bodenplatte dort auch. Und die weiteren können wir jetzt so bauen, sobald wir was brauchen. Ihr könnt natürlich genauso gut auch dort ein Licht anbringen. Und wenn ihr das gemacht habt, wäre es ja schade, wenn es durch die Wand dann wieder verdeckt ist, durch den Fußboden wieder verdeckt ist. Und dann nehmen wir halt einfach Glas. Dann wäre das Licht entsprechend auch zu sehen. Kann auch ein schöner Effekt sein. Oder ihr möchtet von draußen nach drin gucken. Ja,
im Prinzip richtig. Oder halt von drinnen nach draußen. Setzen wir uns hier auch noch mal ein Glas hin. Jawohl. Wir können rausgucken. Reingucken. Aber hervorragend. Und ganz wichtig dabei, wir haben eine saubere Kante. Da kann man nicht meckern, das ist gut, da kann man nicht zwischengucken. Die hier gefällt mir gerade nicht, die war eigentlich schwarz und hier machen wir jetzt auch wieder schwarz. So. Ja, dann kommt natürlich auch wieder das, was wir schon mehrfach hatten, und zwar die Reise wieder ab. Das, was wir nicht brauchen, geht jetzt wieder weg. Und machen das jetzt auf der zweiten Seite. Oben können wir das jetzt noch nicht machen, solange die halbe Wand dort ist. Ändern wir gleich. Nehmen wir diesmal Glas. Deko. Ja. Kennt ihr Tage, wo ihr euch irgendwie ständig selber im Wege steht? Zum Glück sind wir hier in No Man's Sky, da geht das ein bisschen besser. Wir stellen uns einfach zur Seite, damit wir uns selber nicht mehr im Weg stehen. Dann sollte es eigentlich besser klappen. Jawohl. Sehr gut. Die Wand, die Glasplatte nehmen wir weg. In die Strukturen. Wand hin. Nein, da. Gut. Ja, mit unten machen wir gleich anders. Ich möchte jetzt hier die Bodenplatte hier nicht wegnehmen. Obwohl, das überlege ich mir noch vielleicht auch. Deko. Pflasterung. Pflasterung. Und ein drittes Mal. Den Fall können wir schon wieder entfernen. Gut.
ihr jetzt so zwei Bodenplatten übereinander habt, ist es halt, dass es zweimal einrasten könnte. Einmal allerdings rot, klar, die neue Platte, die kollidiert. Deswegen müsst ihr einen Schritt nach rechts gehen oder ein Stück nach rechts ziehen, damit es dann auch funktioniert. Jetzt nehmen wir wieder unsere Metallfassade. Rutschen mal gleich ein bisschen weiter ran. Achso. Gut. Dort noch eine hin, dort noch eine hin. Habe ich die Farbe vergessen? Wir wollten ja dieses Mal das Weiß nehmen. Habt ihr sehen, was wir gemacht haben? Ah ne, wir nehmen Rot. Rot und Schwarz passt viel besser. Sieht doch gut aus. Die kleinen Kanten sind sauber abgeschlossen. Und wir wollen ja auch, dass es sehr sauber aussieht. Hier, das gefällt mir so nicht. Wir nehmen da doch Glas. Ist sicherlich aufgefallen, wer es nicht selber auch so macht. Ich gehe immer über das Inventar aus dem Baumodus raus. Oder eigentlich ja fast immer. Und zwar hat das den Vorteil, wenn ich in den Baumodus wieder reingehe, bin ich gleich wieder da, wo ich hin wollte. Oder beziehungsweise wo ich gewesen bin. Wenn ihr noch etwas Besseres kennt, belehrt mich bitte. Denn das ist die einzige Möglichkeit, die ich kenne, auf die Schnelle wieder dorthin zu kommen, wo ich vorher gewesen bin. Und jetzt fehlt uns nur noch eins, und zwar die Verblendung brauchen wir natürlich auch noch unten. Nehmen wir die zwei erstmal weg. Ach, eigentlich so. Wieder den Stand, den wir vorher hatten. Denn wir müssen ja nicht unbedingt unsere Basis abreißen, um genau das hinzubekommen. Also machen wir das auf diese Weise. Rot. Nehmen wir diesmal gleich rot. Und wir können das auch hier machen. Gehen in die
Deko. Ihr müsst das nicht unbedingt hier ansetzen. Ihr könnt es in dem Fall natürlich auch hier ansetzen. 2, 3. Und die Strukturen. Ups. Nein. Nein, auch nicht das. Ja. Schön, dass ich mitgedacht habe, dass die unteren Bodenplatten natürlich genau andersrum stehen. Das heißt, oben ist oben und unten ist unten. Nicht wie bei den anderen. Bei denen, die hier oben liegt, ist es genau andersrum. Müssen wir doch ein kleines bisschen anders machen. Aber das ist nicht schlimm. Wir gehen nochmal in die Deko. Und dann wollen wir eben halt einen Zylinder. Und an den Zylinder, dieses Mal wollen wir den nicht am Zylinder auf diese Weise. Weil das würde uns... Nein, stimmt doch gar nicht. Halt. Ha, was erzähle ich denn? Noch kontrollieren. Jawohl. Stimmt, andersrum wären wir wieder dahin gekommen, wo wir vorher waren. Das wollen wir nun gar nicht. Sollten wir das natürlich dann auch richtig bauen. Wand. Da wir jetzt ja den Schalter hier haben, ist das eine Kollision. Wir müssen natürlich dann genauso wie bei dem Tor uns erstmal eine Tür hinstellen. Thank you.
Wenn wir das jetzt noch weiterziehen wollen, wegen dem Schalter, ist das natürlich nicht das Problem. Wir haben es ja eben gerade gesehen. Ups. Toll. So, und das übrig gebliebene, unsere Hilfen, die bauen wir einfach ab. Was hier noch weiter. Haben wir das eigentlich schon? Und unser Tor sieht natürlich um einiges besser aus. Da wir jetzt nicht die Reste des Tores sehen oder beziehungsweise der elektrischen Tore. Und somit haben wir eine sauber gebaute Luftschleuse. Ja, gut. Mit der Treppe, das denke ich mal, habt ihr auch verstanden. Ihr könnt es also ewig weit fortsetzen. Ihr könnt um die Ecke bauen, wenn ihr wollt. Wie gesagt, Kreis machen wir dann später noch. Aber für heute soll es erstmal gut sein. Das ist auch schon wieder... Ups, da ist noch was übrig. Weg. Ja. Das war es dann eigentlich für heute. Dann... Vergesst nicht zu bewerten. Ein paar Kommentare da lassen, wie es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.